Einheit. Nice, Sven. Lieblingssniper, ich snipe eigentlich gar nicht, aber ich habe überlegt, nochmal die Swiss irgendwann auszupacken. Ja, gerade eben hat da okay, einer mit dem Level auch nochmal reingeschrieben. Ich weiß nicht, was es ist, ob das gerade verbuggt ist oder so. Hat das sonst noch jemand? Gerne Bezug nehmen. Aber Rilo, hallo, wie geht's? Also die ganzen Baupläne, wie ich die Waffen baue und so, das werde ich euch heute im Video zeigen. Das kommt um 15 Uhr online. Die ganzen aktuellen Commands zu der MAC-10 und so weiter, die sind halt nicht aktuell, ne? 588. Das ist halt schon stabil, ne? Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass die MW-MP5 die neue Meta wird, aber das Problem einfach an den MW-Waffen ist, das ist das Movement so, ne? Und das merkt man schon extrem. Habe ich auch mit Matze drüber gesprochen, also mit Ryrex so. Die hat zwar jetzt halt die beste Time to Kill im Spiel, also von den SMGs, die MW-MP5, aber sie ist halt so dermaßen langsam, dass das für manche Spieler einfach keinen Vorteil mehr bringt, so eine gute Time to Kill zu haben. Also ein Matze zum Beispiel, sein Gameplay lebt einfach von diesem Movement. Ja? Hallo? Ich werde so weggelasert von irgendjemandem jetzt, ich sehe ja schon. Er hat mich einfach gesehen, hä? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, ich will auch nicht drüber reden, ehrlich gesagt. Und deswegen setzt er halt nicht auf die MW-MP5, obwohl sie halt von den Stats jetzt eigentlich so die beste Waffe ist. Einfach weil sie so unfassbar langsam ist und das ist ein echtes Problem. So, das kann ich auch absolut nachvollziehen, wisst ihr, was ich meine? Da hat er schon recht, da hat er mich auch nochmal so ein bisschen zum Umdenken gebracht. Unterwegs. Hast du ein Video, wo die Aussätze MW-MP5, Ausrufezeichen MP5 einfach, da kommt ein Command. Und die C58 habe ich auch ein Video zu, aber da habe ich das falsche Magazin drauf. Beziehungsweise damals dachte ich, das wäre doch das richtige Magazin. Aber jetzt spiele ich ein anderes Magazin, jetzt spiele ich das 45 und nicht mehr das 55. Bin schon nachgeladen? Ja. Mach mal, Luis oder René, mach mal bitte eine Umfrage, so, was der Chat gerade spielt. MAC-10, MP5, also Colt bei MP5. Feindliche Drohne über uns. Oder MW-MP5. Oder kein COD. Ich habe deinen Kommentar gerade, by the way, gelesen über also dass du es nicht mehr spielst, so kann ich nachvollziehen. Es ist halt wirklich zu krass mittlerweile. Verbündete Aufklärung unterwegs. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Kopfgeldauftrag. Levin, Ohio und Abarillo. Como está? Ihr geilen Säcke, was geht? Danke für die Follows. Ja, ich kann das wirklich komplett nachvollziehen. Nein, geht der da wirklich jetzt hoch? Nein, oder? Achtung, Rohstoff wird knapp. Also das war ja albern jetzt. Ja, was gehst du auch da hoch, Alter? Das hast du nicht anders verdient. Ich sag's, wie es ist. Nee, hab ich's nicht, Marvin. Also ihr könnt da oben mal abstimmen und mir dann gleich mitteilen, was das Ergebnis ist. Finde ich sehr interessant. Wieder nur 87 Leute live, ich sag's nur. Ziel auszuschalten. Und das Auto mal da hinten. Zwei Stunts kann man auch mitnehmen. Doch, das macht schon einen guten Unterschied. Also gerade bei der C58 und gerade mit dem Royal Cross, wo man halt echt den Recoil gut reduzieren kann. C58 ist schon eine Waffe, die man auf weniger Recoil bauen kann. Ah, Ehrefehl. Hm,
Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der größte Hurensohn auf ganz Verdansk? Richtig. Hey Siri, stopp. Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet. Gut gemacht. Das Hurensohn nehme ich zurück. Er ist runtergesprungen. Oh, fuck. Eine Sekunde. Meine Festplatte ist voll. Squads mache ich nach der Runde. Eine Sekunde. So, ich muss kurz ein bisschen Speicher freigeben. Oh, da höre ich was. Ich will den Kill eigentlich nicht machen, den ich jetzt mache, ne? Tut mir so leid, Bro. Ich hab halt auch nur Pech. Ja, es tut mir wirklich leid. Mr. Prime, ey. Bro. Also das hast du, also den Tod hast du wirklich nicht verdient. Aber ich muss hier gerade was machen und ich hab deine Steps gehört, so du würdest es genauso tun. Einmal ein F in den Chat für Mr. Prime. Er ist so gebrochen, ne? Er ist wirklich so gebrochen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. I'm sorry. Wirklich, ey, wirklich ein F in den Chat. Das war... Es war halt wirklich keine Absicht so. Es musste sein. Aber seid mal ehrlich so, ihr hättet den Kill auch gemacht, oder? Was bringt so... Was bringt es mir jetzt, mich von ihm töten zu lassen? Einfach aus Solidarität. Ja, wirklich der Arme. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Er war wirklich komplett gebrochen. Kann sein, dass ich dafür noch Karma kassiere, die Runde, wer weiß. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Den habe ich doch gerade schon einmal geholt, ne? Ja. Alles gut. Der dachte irgendwie, ich komme von der anderen Seite, aber das ergibt ja gar keinen Sinn. Erbitte Aufklärung. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Digga, hier ist ja wirklich wieder nichts los. Ich fahre. Ich hab grad, mein Speicherplatz war voll. Achtung, und ich hab gerade ein bisschen Speicher freigeräumt quasi. Und in der Sekunde ist einer an mir vorbeigelaufen. Den habe ich dann natürlich geholt. Was ziemlich gemein war von mir. Aber notwendig. Bitte Aufklärung. Ich fahre. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Bro? Achtung, Drohnentreibstoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet. Gut gemacht. Er war auf jeden Fall ein bisschen stretchy unterwegs, würde ich mal behaupten. Ein bisschen auf jeden Fall. Der hatte auf jeden Fall Bock. Was hat er gespielt? Krieg und MAC-10. GTA Roleplay, Digga. Ich gehe an Steuer. Wie sieht's bei euch aus mit Roleplay-Chat? Yay oder nee? Schreibt's mal in den Chat. Der Arm hat einfach bei ja wirklich sagt, Digga.
Das hast du auch noch geklippt. Ich wirklich komme so in die Hölle dafür. Wir haben Aufklärung online. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Ich finde so, also ich habe es ja auch schon mal kurz gemacht, so ich finde es okay. Ich gehe ansteuern. Aber auf Dauer ist das irgendwie nichts. Nicht. Ich finde es auch krass, so dass jemand so wie Orange Maul, also die ganzen RP-Leute, Digga, die streamen auch nichts anderes, ne? Jeden Tag. Das muss ja, also muss ja wirklich Achtung, krank interessant sein immer. Also ja, obviously spiele ich auch den ganzen Tag Warzone, also beziehungsweise ich streame ja jetzt nur 4 bis 5 Stunden. Die streamen ja wirklich teilweise an 12 oder 8 Stunden jeden Tag. Ich fahre. Das ist schon heftig, finde ich. Ja, ja, Roleplay, genau. Wäre lustig gewesen, wenn jetzt hier einer drin gewesen wäre. Ja, ja, also Beziehung komplett cringe, Digga, wirklich. Also das ist ganz schön. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Ich zieh los. Kein Sniper. Wie war der Stream-Comeback gestern von Momo eigentlich? War gut? Bist du Twitch-Partner, tatsächlich, ja? Achtung, Drohnentreibstoff ist knapp. Zur Basis zum Nachladen. Einer war noch unten am Shop, ne? Ja. Feindliche Drohne über uns! Bro. Die meldet halt auch, ne? Die C58. Er bitte Aufklärung. Drohne erreicht Einsatz. Sie meldet so sehr. Er bitte Aufklärung. Und ich bin reich. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Ich! Bin ich! Kommt er hier hin? Kann ich mein Auto wiederholen? Was hast du denn für Gegner? Ist ganz normal, Frühmorgens. Aber du hast halt. Also es ist halt eigentlich so, wie perfektes Skill-Based Matchmaking funktionieren sollte, wisst ihr? Du hast halt so Plebs. Das meine ich nicht böse. Aber du hast halt eher schlechtere Gegner. Und dann hast du halt auch absolute Geeks. So sollte es ja auch eigentlich sein. Halt ausgeglichen. Oh moin. What? Excusez-moi? Dafür habe ich aber nicht unterschrieben. Besser ist. Achtung, Drohnentreibstoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Zum Beispiel gerade eben hier, ich weiß nicht mehr, wir haben uns auch schon ein, zwei Mal morgens getroffen. Der ist Level 700 so. Ne? Das sind mal übertrieben anstrengend gegen ihn zu fighten. Und dann hast du halt so Gegner. Mein Schwester, was geht ab? Das ist jetzt auch wieder eine richtig stabile Situation. Ich spiele das Royal Cross, ja. Das sollte auch jeder von euch tun. Ach, Digga.
fahre. Manchmal verstehe ich die Spiele auch nicht, ne? Wo ist denn der jetzt hin? Also, ist der gequittet, Digga? Erbitte Aufklärung. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Ich fahre. Rücke vor. Nö, ich habe wirklich gerade auch so die Zulassung verloren. Das ist wieder, sieht auch wieder ein bisschen aus wie ein Feind, ne? Basis zum Nachtanken. Ich fahre. Ja, ja, er hat gerade gedacht, dass ich noch im Auto sitze. Es ist halt manchmal auch echt schwierig mit dem Auto, ne? Weil manchmal ist es noch so rot. Und manchmal ist es halt. Also manchmal ist es halt noch ein bisschen länger rot. Und dann hörst du es auch, du guckst ja auch nicht die ganze Zeit auf die Map. Also ich finde das so auf ein Auto, auf das man ausgestiegen ist, zu schießen, finde ich gar nicht so noobig, ehrlich gesagt. Weil ich finde schon, dass man sich da schnell vertun kann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber du achtest ja nicht die ganze Zeit auf die Map so. Sondern du achtest auch so ein bisschen darauf. Was du hörst, was du siehst und so weiter. Und du guckst ja nicht die ganze Zeit auf die Minimap, so ob das Auto jetzt rot ist oder nicht, weißt du? Ich fahre. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Oh, irgendwas krabbelt mir hier gerade. Aua. Erbitte Aufklärung. Also Drohne bringt ja wirklich Drohne gar nichts mehr. Einsatzgebiet. Meist Kopfgeldziel gesichtet. Schnappt es euch. Ich fahre. Guten Morgen. Ich fahre. Achtung, Drohnentreibstoff ist knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ach du Scheiße. I'm stuck, Step Bro! Aufgehört zu schießen. Es war komplett One-Shot, er hatte Spezialmunition. Bitte Aufklärung. Auch mal aufhören zu schießen, Chat. Was denn? Auch mal das Risiko leben, Alter. Muss man mal mitnehmen. Markiere Hamsternauftrag. Rücke vor. Auch mal mit dem Risiko leben, einfach. Ich fahre. Achtung, Drohnentreibstoff wird knapp. Zurück nee, nicht knapp werden. Hä? Hey. Hier war doch gerade noch einer. Habe ich mein Trophy hier eigentlich noch drin? Nee, ne? Das ist natürlich ungünstig. Oh, ich habe aber ordentlich Geld. Oh, moin. Von hinten. Als ob ich noch von hinten gelasert das wurde, Digga. Wow. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Du musst warten, bis du dran bist, Kumpel. Ich spiele gerade Cold War MP5 und C58. Wenn du diesen Kampf gewinnst. Was jetzt die beste SMG? Also ein Fazit werde ich in meinem Video auf jeden Fall ziehen. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. Du hast sie alle fertig gemacht. Bereit machen für erneuten Einsatz. Hey, über sowas reg ich mich in der Regel gar nicht mehr auf, weil das ist ja wirklich einfach nur unlucky. Ich hab hier ein Fahrzeug. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Da kannst du eigentlich nichts machen, ne? Fährst du außerhalb der Zone, dass du dann so in den Sandwich kommst. Ich denke mal, ich hätte den Gunfight gegen ihn schon gewinnen können oder gewonnen.
Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Jetzt habe ich halt keine Folgeladen, klasse, ne? Ärgerlich. Okay, Chat. Drohne oder Platten? Oder Self-Revive? Ihr dürft entscheiden. Ihr seid jetzt... Mein Leben liegt jetzt in euren Händen. Das Gas kommt. Kann es sein, dass ich jetzt keine Platten finde hier? Feindliche Drohne über uns! Es sind weniger als 10 Feinde übrig. Jetzt hole ich mir beides. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Du bist noch nicht tot. Ja, außer seinen Settings in den Chat. Wenn euch dafür interessiert. Kann mir einer sagen, was der jetzt gemacht hat? Du verlierst deinen Boden. Genau so. Du bist zurück. Moin. Kein Stress. Noch 5. Aufpassen. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Das Gas kommt. Scusi. Also das würde ich ja mal in Frage stellen, den Kill. Den würde ich ja mal in Frage stellen, actually. Beim nächsten Mal kehren wir stärker zurück. Den würde ich ja mal mindestens in Frage stellen, Alter. Mein Styler, was geht ab? Was würdet ihr sagen, Chat?
Ja, so verlierst du dann halt leider eine Runde, die eine 20-Bomb hätte werden können, ne? GG's in den Chat. Auf